Willkommen zurück auf dem B&R Messestand. Mein Name ist Stefan Hensel und in unserer heutigen YouTube-Session beschäftigen wir uns mit den Themen Industrial IoT und OPC-UA TSN. Dazu begrüße ich herzlich Ralf Pühler, Produktmanager Industrial IoT. Ralf, was hat B&R in Sachen Industrial IoT auf die SPS IPC Drives mitgebracht? Also B&R hat sich im vergangenen Jahr sehr stark damit auseinandergesetzt, wie wir unseren Kunden eine skalierbare, zuverlässige Lösung bis in die Cloud, vom Sensor bis in die Cloud bieten können. Dazu haben wir bestehende IoT-Use-Cases analysiert und festgestellt, dass Kunden rund um die Themen Konnektivität, Sicherheit und auch Datenvorverarbeitung eine einfache Lösung benötigen. Dazu präsentieren wir hier unsere Edge-Architektur. Und wie unterstützt B&R seine Kunden bei der Umsetzung der Edge-Architektur? Also B&R hat dieses Jahr zu SPS IPC Drives drei Produkte mitgebracht, die die Edge-Architektur definieren. Zum einen ist das Edge Connect, mit einem OPC-UA Server Client Feature versehen, der für Sensornetzwerke eine Schnittstelle in die Cloud bietet. Dann unsere Edge Embedded, ein leistungsfähiger Controller mit innovativen Software-Features. Und zum dritten unseren Edge Controller, der mit Business Intelligence und Machine Learning Funktionen sowie einer Datenbank an Bord punktet. Ralf, du hast jetzt etliches von Edge erzählt, aber was ist Edge eigentlich? Also Edge ist genau die Instanz zwischen Sensor und der Cloud, da wo also die Daten vorverarbeitet bzw. auch schon generiert werden. Wir wollen hiermit eine zuverlässige Lösung unseren Kunden bieten, prozessnah Daten zu verarbeiten. In der Theorie klingt es ja recht einfach, aber wie setzt man das ganz konkret in der Praxis um? Dabei unterscheiden wir nochmal zwischen Neu- und Bestandsanlagen. Beide haben sehr unterschiedliche Anforderungen, aber eines gemeinsam. Und zwar einen einheitlichen Kommunikationsstandard, OPC-UA TSN. Das ist ein sehr gutes Stichwort. OPC-UA TSN ist ein wichtiges Thema im Moment, mit dem ich mich gerne noch ein bisschen ausführlicher beschäftigen möchte. Dazu begrüße ich Sebastian Sachse, der im Hause B&R zuständig ist für offene Technologien, darunter OPC-UA TSN. Hallo Stefan. Sebastian, wieso ist OPC-UA TSN für das Industrial IoT so wichtig? Grundlage für jede Industrial IoT-Anwendung ist eine durchgängige Kommunikation. Wenn wir uns heutige Installationen im Feld anschauen, finden wir ein absolut heterogenes Bild. Viele verschiedene Protokolle, viele verschiedene Steuerungen, keine Konnektivität. Das bedeutet, Kunden behelfen sich mit Gateway-Lösungen oder gehen sogar wieder zur Hardware-Drahtung zurück. Natürlich reduziert das die Flexibilität auf ein Minimum. Mit OPC-UA TSN als einheitliche Kommunikationslösung haben wir eine durchgängige Kommunikation vom Sensor bis in die Cloud. Sebastian, OPC-UA und TSN sind ja zwei unterschiedliche Technologien. Welchen Mehrwert bietet OPC-UA und welchen Mehrwert bietet TSN? Starten wir mit OPC-UA. Die Technologie gibt uns die Möglichkeit, Gerätschaften wie beispielsweise Steuerung, Antriebe oder auch Maschinen und Anlagen, im modernen Wording, Industrial IoT Wording, auch Assets genannt, standardisiert zu beschreiben. Das bedeutet, wenn wir eine Netzwerkkomponente in einem Netzwerk hinzufügen, kann diese sich selbst dort anmelden und anderen Netzwerkteilnehmern mitteilen, dass sie da ist und welche Funktionalität sie zur Verfügung stellt. Das bedeutet, dort haben wir maximale Flexibilität und semantische Selbstbeschreibung. TSN ist die Erweiterung des Ethernet-Standards an dieser Stelle und bringt OPC-UA in Anforderungen, die zeitkritisch sind. Das bedeutet, die Kombination aus beiden Technologien, OPC-UA und TSN, deckt 100% der Anwendungsfälle von Industrial IoT ab. Sebastian, welche Produkte mit OPC-UA hat B&R im Portfolio? B&R hat heute bereits ein großes Portfolio mit OPC-UA-Produkten. So zum Beispiel die Steuerungstechnik, IO-Technik, Visualisierung, aber sogar die Softwarekomponenten von B&R kommunizieren standardisiert über OPC-UA. Und welchen Mehrwert bietet B&R jetzt gegenüber anderen Anbietern, die auch OPC-UA implementiert haben? Bei der Implementierung der Technologie haben wir ein ganz großes Augenmerk darauf gelegt, dass die Technologie leicht zu bedienen ist. Usability stand im Vordergrund. Nehmen wir ein Beispiel, die IO-Station, die wir hinter dir sehen, ist ein OPC-UA-Server im Buskoppler. Das ist ein hochintelligentes Device. Das bedeutet, der Kunde steckt physikalisch die Komponenten zusammen, Buskoppler und die einzelnen IO-Scheiben,
und automatisch nimmt sich der Buskoppler in Betrieb und stellt das entsprechende Informationsmodell überlagerten Client-Lösungen zur Verfügung. Produkte mit OPC UA sehen wir auf dieser Messe ziemlich viele. Aber wann werden wir die ersten Produkte mit TSN sehen? Was wir auf der Messe auch schon sehen, sind die ersten Pilotprodukte mit OPC UA TSN. Diese finden wir in den verschiedenen Testbeds, so zum Beispiel dem IIC oder auch dem LNI-Testbed. Das bedeutet, was wir an dieser Stelle gemacht haben, wir haben die Spezifikationsarbeit parallelisiert mit der Produktimplementierung, um dem Kunden eine schnellstmögliche Time-to-Market zu garantieren. Und so sind wir mit unseren Produkten in 2018, planen wir in die Serie zu gehen. Vielen Dank, Sebastian. Danke sehr. Wir haben jetzt etliches über Edge-Architektur gehört und Kommunikation im Industrial IoT. Jetzt wollen wir aber auch noch ein bisschen konkreter werden. Hier an diesem Turm haben wir etliche Beispiele dargestellt, wie Industrial IoT tatsächlich in der Praxis umgesetzt werden kann. Ralf, kannst du uns eins von diesen Beispielen ein bisschen näher erklären? Ja, natürlich. Stellen wir uns einmal mal vor, ein Fließband in der Automobilindustrie. Wenn dieses Fließband ausfällt, führt dies zu großen Produktionsstörungen und kostet auch sehr viel Geld. B&R bietet dafür eine Condition Monitoring Lösung, die ungeplante Maschinenstillstände vermeidet. Wie funktioniert das? Also wir nehmen und messen Vibrationen mit unseren X20-Modulen, verarbeiten diese vor auf dieser CPU und übergeben diese dann an diesen Edge-Controller. Dort werden die Daten analysiert und weiterverarbeitet und vorausschauend geschaut, wann ein Wartungsintervall notwendig ist. Dies reduziert ungeplante Maschinenstillstände und steigert die Produktivität. Wenn Sie also einen konkreten IoT-Use-Case haben, kommen Sie doch zu B&R. Wir haben die Lösung für Sie.